Gute Haushaltspolitik bedeutet vor allen Dingen, mit dem Geld auszukommen, was in der Kasse ist. Wir setzen uns dafür ein, dass die Schuldenbremse gilt, auch wenn Olympia kommt, auch wenn wir gerade eine Flüchtlingskrise zu bewältigen haben. Mein Antrieb ist, diese Ideen, die ich habe, hier wirklich einbringen zu können. Und das kann ich in der Bürgerschaft durch Politik sehr gut machen. Hamburg muss Gründerhauptstadt Nummer 1 in Deutschland werden. Und das Herz der Hamburger Wirtschaft, der Hamburger Hafen, muss vorangebracht werden. Ich mache Politik nicht zuletzt für meine Kinder. Also meine Kinder sollen auch noch in einer Stadt leben, wo Zukunft besteht. Also mein Antrieb ist der, wie bei vielen anderen Menschen vielleicht auch, ich ärgere mich über Politik, was Politik macht. Und ich gehe über die Kritik hinaus, sage, ich will versuchen, es besser zu machen. Man kann im Kleinen Dinge bewegen, man kann es im Größeren auch in der Bürgerschaft. Ich bin selber nicht stolz auf irgendetwas, was ich tue, sondern ich tue das aus Leidenschaft. Ich mache Politik einfach aus dem Grunde, weil ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass es nicht reicht, einfach nur zu meckern, zu kritisieren, sondern dass man das nur tun kann, wenn man auch bereit ist, mitzumachen in der Politik. Ja, FDP-Bürgerschaftsabgeordneter zu sein, gibt mir die Gelegenheit, viele junge Menschen zu erreichen, dieser Politikverdrossenheit so ein bisschen entgegenzuwirken, von der man immer hört. Mein Herz schlägt einfach dafür, ich brenne dafür, ich denke morgens, mittags, abends sehr viel drüber nach und deswegen habe ich dann auch irgendwann den Sprung gewagt und bin in die Politik gegangen. Viele aus meiner Generation sehen Freiheit als Selbstverständlichkeit an und als Unbequemlichkeit, sich über Dinge Gedanken zu machen und eigene Entscheidungen zu treffen. Der innere Antrieb ist eigentlich, dass es Spaß macht, Politik zu machen und dass es auch Spaß macht, einzelnen Menschen helfen zu können und aus den Einzelproblemen heraus dann auch Lösungen zu finden für das allgemeine Problem. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Politik den Menschen den Raum gibt, ihre Kreativität und ihre Schaffenskraft auch voll zu entfalten und sie nicht daran hindert, wie viele Gesetze es aber leider tun. Liberal ist für mich wirklich gelebte Freiheit. Das ist das, was für mich selbstbestimmt ist, was für mich wichtig ist und was ich auch jeden Tag versuche, selber zu leben. Und was ich auch möchte, dass andere das leben können. Liberal ist für mich der Vorrang der Person vor der Institution. Für uns fängt es an mit dem Menschen und nicht mit Institutionen. Es gab zuerst den Mensch und dann den Staat. Und deshalb muss sich nicht der Mensch rechtfertigen, dass er Rechte kriegt, sondern der Staat muss sich rechtfertigen, dass er Rechte wegnimmt. Liberalismus bedeutet eben, dass man sich auch auf das verlässt, was die einzelnen Bürger tun können und nicht immer erst nach dem Staat ruft, der es schon richten soll. Wir treiben den Senat bei der Klärung der Kosten für die Olympischen Spiele in Hamburg, weil es ganz wichtig ist, dass die Konzepte da absolut durchdacht sind. Und da haben wir den Senat schon ein ganzes Stück bewegen können. Ein sehr schöner Erfolg war, dass die Mittel, die im Kita-Streik eingespart worden sind, dass die jetzt wieder in die Kita-Qualität reinvestiert werden. Wir haben in Hamburg lange dafür gekämpft, als FDP die Hochbegabtenförderung hier zu installieren. Das war nur mit liberaler Politik möglich. Wir setzen uns ein für fließenden Verkehr, für eine gute Wirtschaftspolitik, für beste Bildung und eben dafür, dass die Kasse stimmt. Jeder Hamburger erlebt ständig, dass der Verkehr in Hamburg zusammenbricht. Und es gibt eine Menge Ursachen, die auch mit dem Senat zu tun haben, was man besser machen kann. Und da lasse ich keine Gelegenheit aus, dem Senat vorzuführen, wie es besser geht. In dem gesamten Bereich Kinderbetreuung, Familienbildung muss deutlich mehr getan werden. Gute Schulpolitik für Hamburg bedeutet, dass wir verantwortungsvoll den Schülern wirklich guten Unterricht geben und vor allen Dingen, dass wir ein richtig klares Niveau einziehen. Dass jeder sich so gut wie geht selbst verwirklichen kann. Gute Flüchtlingspolitik für Hamburg bedeutet vor allen Dingen vorausschauende Planung, Transparenz, Beteiligung und vor allem Ehrlichkeit. An Hamburg ist besonders, dass man sich jeden Tag neu entscheiden kann. Man kann ins Hotel Atlantik gehen und dann sehr schick ausgehen. Man kann aber auch in der Schanze ganz ungezwungen feiern gehen. Und dieses Neuentscheiden, jeden Tag wieder neu entscheiden für ein ganz anderes Hamburg, das macht es besonders. Viele Leute kennen diese versteckten Ecken aus ihrem eigenen Stadtteil und verraten sie eigentlich gar nicht. Das ist auch gut so. Sonst werden die ja überlaufen. Also mein Lieblingsplatz ist mitten auf der Alster an einem schönen Sommerabend. Ich nehme mir meinen alten Holzpiraten, segel raus auf die Mitte der Alster und lass den lieben Gott einen netten Mann sein. Ich liebe den Hafen, gerade bei Nacht. Wenn ich kann, jogge ich um die Alster, setze ich mich abends mit meiner Frau und mit den Kindern mal in die Alster. Also ich finde es einen tollen Ort. Also mein privater Lieblingsort in Hamburg ist tatsächlich mein Haus mit meiner Familie und meinen Kindern. Es gibt nichts Schöneres, als an einem kühlen, herrlichen Sonnentag hier sich einmal den Kopf frei pusten zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. Ich liebe es.